Hey, du bist ja noch weiter weg als davor. Hey, ich bin auf der Karte, nach der Karte bin ich gelaufen eigentlich. Minus 164 bin ich gerade und dann plus 290. Wo bist du hingelaufen? Gute Frage, die ich hier bestimmt irgendwann, wenn ich zu Hause bin, die aber anpacken werde. Okay, die stecken fest. Hier sind Diamanten. Was? Ist er geleckt? He drowned. Okay. Die sind down. So, mir ist es jetzt egal, ich schluck den Goldapfel. Also ich weiß nicht, aber es kommt zu mir so vor, oder ist seit der 1.17 irgendwie mehr Mobspawn? Ah, da vorne sehe ich ein Dorf. Ist das das? Nee. Das ist vielleicht das. Das kann nicht da. Hey, das ist ein anderes Dorf, glaube ich. Das kann nicht deins sein. Es sollte. Ah, da ist das Dorf, glaube ich, was du meinst. Ja. Das ist ein Mesa-Biom! Das ist geil! Willkommen zurück, Leute, zur dritten Folge der dritten Minecraft Ultra Hardcore Season. Gemeinsam wieder mit dem Tim. Moin. Ja, Mesa-Biom gefunden. Das ist mega geil. Denn Mesa-Biom heißt in der Regel viel, viel Gold. Und das werde ich auf alle Fälle mal ein bisschen auskundschaften. Ja, und da links ist übrigens ein Dorf, wo sich gerade Tim befindet. Also ich habe meinen Standpunkt jetzt aufgegeben und bin halt ihm gefolgt, weil ich glaube, sonst hätten wir uns eh nie wieder gefunden. Er ist mir gefolgt. Weil ich kann man, dich kann, also wirklich. Alter! Jedes Mal muss ich irgendwas zensieren, weil du irgendeinen Scheiß sagst. Ja, weil du mir aber auch immer so Vorlagen gibst und ich habe das von Steven gelernt. Dann nutz sie nicht. Was war da jetzt die Vorlage überhaupt? Weiß ich nicht. Du machst halt immer, du bist so immer der Typ, so guck mal Tim, hier, Du suchst doch förmlich nach Vorlagen, habe ich das Gefühl. Alter Schwede. Gut, damit hatten wir den Lacherfall für heute auch. Ihr werdet es nie hören. Ihr werdet es nie hören, was er gesagt hat. Hier ist eine Schlucht. Im Mesa-Biom. Alter, wie viel Gold da unten ist. Hey, ich weiß nicht, welches Biom du genau meinst überhaupt. Welches Biom? Ja, verstehe ich. Es gibt ein sogenanntes Mesa-Biom und das Mesa-Biom ist das mit dem orangenen Sand. Das hast du sicher schon gesehen. Nee, hab ich nicht. Okay, dann hast du eindeutig das Leben verpasst in Minecraft. Und da gibt's Gold, oder? Mehr Gold, viel, viel mehr Gold. Also in der Schlucht, wo ich... Ja. Der Biom, das Biom. Jetzt sehe ich es auch gerade. Ja, genau. Das mit orangenem Sand, das ist mega groß gerade, sehe ich hier. Und wenn hier Schluchten oder Minengänge sind, oder irgendwas ähnliches, dann kommt da relativ häufig Gold vor. Und das muss man auf alle Fälle ausnutzen, weil das... Also Mesa-Biom ist... Sind das nicht eigentlich Tonberge? Weil sind das nicht alles... Alter, ja, hier, Gold, ist schon das Erste. Aber trotzdem, da ist jetzt eine Schlucht auf dem Weg und da müssen wir auf alle Fälle rein. Weil da ist so viel Gold auf der Seite. Das heißt, wir könnten jetzt wirklich so um die... Wie viel Äpfel hast denn du? Ich weiß nicht, 16 Äpfel waren es. Nee, 14. Ja gut, dann können wir auf alle Fälle 14 Goldäpfel sicher machen mit dem Biom hier. Gut, dann das gehst du da auf jeden Fall erstmal rein. Ich wollte jetzt nochmal zum Dorf zurückgehen, wollte meine Sachen entladen. Wollte ja los, brennt irgendwann. Und dann gehe ich mal kurz in die Mine, Mine sag ich schon, in die Schlucht, unter dem Dorf da mal rein. Mit einem Wassereimer. Ja, kannst du machen. Ich hab da irgendwann unten mit Blau, die sind vielleicht, fahren so unter diese Rang, aber vielleicht sind es ja Diamanten vielleicht. Okay, ist jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Eisen im Biom. Ja, also wie gesagt, es kommt Gold öfters vor und es ist weiter oben auch. Also es kommt nicht erst irgendwie in weiter unteren Schichten vor, sondern kann auch relativ auf einem Berg vorkommen. Weißt du, es ist so wie Kohle dann. Deswegen, ich sehe das gerade als absoluten Jackpot. Na dann. Sicher, aber mit 16 Goldäpfel oder so oder 15. Hallo, da können wir dann schon mal den ersten Schritt vielleicht in den Nether später wagen. Das wäre so dritte Folge oder vierte Folge Nether auf einmal. Wäre krass. So, hier ist überall nur Wasser. Ja gut, dann laufe ich nochmal zur Schlucht zurück. Wie gesagt, die muss ich looten. Es geht nicht anders. Das ist Pflicht. Ich habe Holz gehen, so ich muss noch Holz reinschmeißen. So, halt jetzt ja nicht dumm sein. Boah, Alter, da drin auch wieder alles. Boah, ich liebe es. Ja, schaut euch das an. Alter, ich freue mich gerade wie ein kleines Kind.
das Diamanten da unten? Ey. Fail. Da wäre jetzt das Fernrohr jetzt geil. Ja, aufgrund, dass wir auf der Konsole nach wie vor spielen wegen Tim, weil er halt keine PC-Version hat, ist natürlich Optifine nicht so, haben wir leider nicht. Und ja, durch das Fernrohr in der 1.17 können wir das natürlich gut anwenden. Weißt du, ich habe am Anfang wirklich kritisiert, was bringt das verdammte Fernrohr? Und dann habe ich mal an die Konsolenspieler gedacht. Und seitdem weiß ich das Fernrohr zu schätzen. Nochmal Eisen, warte mal. Mit Eisen. Ich glaube, hier sind gerade zwei Golderze nebeneinander, das muss ich ausnutzen. Oh yeah. Stimmt, ich wollte jetzt noch schnell Holz holen, dass ich dann. Ja, wenn du Holz holst, alles gut, weil dann kann ich mich eben weiter hier um das konzentrieren. Das ist auch wieder eine Schlucht, die richtig weit runter geht. Ich weiß noch, die erste Season. Nein! Oh Gott! Okay, nächster Goldapfel schlucken, Alter, Kies. Kies ist eine. Ich habe drei Goldapfel als Methode dabei. Kies ist mittlerweile die absolut größte. Ja. Ich darf keine bösen Wörter sagen. Doch, der größte Arsch. Ja, das sagst du halt von mir aus. So, hier ist noch ein bisschen Gold zum Holen. Ich mache jetzt mal das obere Gold hier auf alle Fälle. Ihr sagt, ich kann alles sagen, weil ich habe damit keine Helmschwelle. Ah, verdammt, ist runtergefallen. Oh, runterfallen soll es natürlich nicht. Und was, Markus, was machst du am Wochenende? Ich? Chillen. Und müssen was planen. Chillen und müssen was planen. Vor allem, was machst du am Wochenende? Wir sind schon im Wochenende. Ja, morgen ist ja noch. Also, wo wir es gerade aufnehmen, natürlich, meinen wir. So. Ja, wie wird morgen, denkt man, noch das Zimmer weiter abbauen? Abreißen. Und ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Also mein Tag hier in Minecraft bringt gerade richtig viel Gold. Mein Tag bringt hier ganz schön viel Dreck und Regen ein. Wie viel Gold habe ich mit? Oh mein Gott. Ich bin schon auf die finale Ausbeute gespannt, die ich da rausnehme. Also für meinen ersten Durchgang natürlich. Hast du übrigens schon Eisenrüstung und sowas? Nein, noch nicht. Bin gerade beim Schmelzen. Ja, bitte. Ja, ich bin halt nicht so schnell wie du. In der Schlucht übrigens ist da Lava auch drunter. Irgendwo. Ja, klar. Lava. Ich hier. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut, denn dann kann ich dann später auch gleich mir noch Obsidian von der Schlucht von deiner holen. Hier ist auch Kupfer. Ja, Kupfer ist halt nur zum Levelfarm, finde ich persönlich. Ich hab zumindest noch nicht den Sinn wirklich von Kupfer verstanden, außer dekorativ. Ja, ich denke mal, das wird erst in den nächsten Updates noch kommen, dass da Kupfer dann noch einen höheren Wert bekommt. Ich meine, bei Gold hat es ja auch jetzt relativ lange gedauert. Dass man die Picklins eingeführt hat. Jetzt mittlerweile bringt Gold halt schon viel. Naja, Gold hat eigentlich damals eigentlich nur für High-Items gebracht worden. Oder halt für Rails. Für Schienen. Ja, Schienen und sowas und halt Goldäpfel. Das Klassische. Sagen wir es so, Gold war das Material, wenn du das hattest und hattest einen Notch-Apfel, hast du dich mächtig fühlen können und dann, ja, dann war es das eigentlich. Konntest du einfach einen auf Gott machen. Ein Goldpalast konntest du dir bauen. Du konntest dich auch wie ein Imperator fühlen oder wie Notch selbst. Ich hab Gold, jetzt bin ich wie Notch. Ja, weil der Apfel ist nicht umsonst Notch-Apfel. Deswegen. Der Apfel, den isst Notch jeden Tag. Halt schon mal die Äpfel bitte bereits. Ich hab schon richtig. Ja, die sind im Dorf in der Truhe. Im Dorf. Oder zumindest ein paar Öfen auch und sowas, dass man gleich direkt braten können danach. Naja, da ist ein Ofen drin. Ein Ofen. Mehr habe ich jetzt nicht geschafft, meinen Stein zusammenzukratzen. Warte mal, was ist das denn? Ach, wo ist denn hier das? Gang nach unten. Was ist das denn? Was denn? War das ein Chamäleon-Goldenes oder whatever?
Na, was denn du? Das war gerade so ein goldenes Chamäleon. Ich dachte zuerst, das wäre das Golderz, was mir runtergefallen ist. Dabei war das irgendwie so Zacken. Das hat so ausgesehen wie... Was rauchst du? Ich weiß es nicht. Nein, Enderman, nicht angucken. Brauchst du? Ich weiß es nicht. Das hat mir einfach Mann gegeben, weil du sagst, nimm mal. Was ich rauche, ja, im Büro. Logischerweise. Hoppala, hoppala. So, Mikro wieder gerichtet. Brauchst du, Alter? Ja, du, das war gold, Mann, das war gold. Ja, oh, Mann. Der alte Mann hat gesagt, das wurde keine Shit. Dicker! Hat er gesagt, sowieso, Dicker! Rauch mal Zeug, Bruder. Ich trau mich da gerade nicht rüber gucken. Ah, das Golderz, geil. Ja, stimmt, Gold. Ich hab ein Stack 28. Gold, ja? Also ich würde sagen, das ist jetzt wirklich fix. Ein Stück. Ja, aber ich muss sagen, das ist jetzt wirklich, ich glaube, das ist jetzt sicher, dass wir hier bleiben, okay? Ja. Weil Mesa-Biom ist halt, wie gesagt, absolute Goldquelle schlechthin. Warte, der Enderman ist da vorne. Ich will aber nicht. Geh weg! Ich will keiner! Ich könnte ihn natürlich jetzt herausfordern, aber ich weiß nicht, ob sich das wirklich was bringt. Was sind denn diese komischen Steine hier? Das denn? Bruchtiefenschiefer. Hey, wo ist er jetzt wieder hin? Ich glaube es. Okay, gut. Ja, jetzt ist er weg. Ich wollte mich gerade ein bisschen einbuddeln, damit ich halt den fighten kann. Hat sich nicht so gelohnt. Echt? Ja. Boah, das ist krass. Ich habe auch schon Lapis. Ein Lapis auch nicht schlecht. Oder? Aber ich glaube, es ist ja 20 Stück. Ich habe ja noch das Haltbarkeit 3 Buch auch. Wie viele Herzen hast du? 6. Dann wird's Zeit langsam für einen Goldapfel bei dir auch. Nee, wirklich, bitte. Mach mir den Gefallen. Ich will nicht schon wieder. Was zahlst du dafür? Nein, nimm mir gleich. Da ganz ruhig. Nochmal warten wir dich jetzt nicht. Ich hab keine Lust mehr zu warten. Das wäre mir echt. Da wirst du mir echt einen großen Gefallen tun, wenn du jetzt diesmal nicht wartest. Wie gesagt, ich schieb mir das ganze Ding jetzt gleich in den Hintern. So ist man doch Äpfel, ne? Halt mal gerade vom Arzt. In welche Richtung muss ich latschen? Ich glaube darüber. Natürlich ist Mesa-Biom auch wieder anfällig für viele Mobs, aber das kann ich vergessen. Ja, das spiel ich selbst. So, bist du jetzt im Dorf noch? Schön Eisen nachbauen. Stimmt, ich muss ja mal meine Eisenbrustplatte noch bauen und alles. Also meine bitte, mach schneller. Es ist schon die dritte Folge, wir haben es noch immer nicht geschafft. Ja, weil ich halt eben nicht so spiele wie du. Du machst hektisch. Ich bin da, du hast es immer nicht geschafft. Was hektisch, hast du? Ich mache immer bei hektisch so viel. Ich bin nicht hektisch. Ich will einfach nur, dass wir mal eine sichere Ding haben, weil es kann so schnell gehen. Haben wir eh schon gesehen. Alter, der Nachbarn da. Aber ohne Witz, das war so ein goldenes Chamäleon. Was ich hier gesehen habe. Du meinst wohl dann eher ein Axolotl, hast du gesehen, ein Axolotl. Ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, was es war. Ich konnte es nur gerade so beschreiben, weil es so aussah halt. Sah es auch, ja, hat es auf 4 Beinen gelaufen? Ja, schon. Ist es klein? Ja. Hat es so eine Art Stacheln um sich gehabt, so sahen so aus wie Stacheln im Gesicht? Oh nein, weg da. Ah, der hat einen Dreizack in der Hand gehabt, hat ihn aber, glaube ich, nicht geschossen. Also mit dem Dreizack lege ich mich noch nicht an. Ja, es hat so einen gezackten Schweif gehabt. Also es sah aus wie so ein Blitz, kann man sagen. Ja, das ist eine Axolotl. Ja, und was macht die? Dann. Also die ist ungefährlich. Ungefährlich, also ich glaube, die sind nur gefährlich, glaube ich, wenn du. Boah, ich weiß nicht. Wenn du da, glaube ich, schlägst oder wenn du sie tötest. Nee, ich glaube, ein Axolotl ist aus der altgriechischen Zeit, ist ein Wesen gewesen. Also es gibt es wirklich dieses Wesen. Aber die Griechen haben es damals vererbt. Okay. Gesagt, wenn du,
Nee, wirklich. Die Griechen haben es verehrt, dieses Tier, und haben gesagt, es gibt auch irgendein Gottesvieh, was auch so ähnlich aussieht. Und das hat man gesagt, das ist der Axolotl. Und ja, wenn du das tötest, angeblich, also wenn du so ein Tier tötest in der Realität, kommt der Geist und wird dich so lange heimsuchen, bis du selber tot bist. So ist es in der alten griechischen Mythologie von den Viechern. Okay, ich habe gerade. Ich habe gerade Besen verstanden, deswegen musste ich gerade lachen. Achso, ein Besen. Ein Besen, der den tötet, dann verfolgt er dich. Was hat der da in der Hand? Der hat ein Holzschwert in der Hand und einen Stick. Ich sehe das nicht. Mann, okay, das Dorf ist. Okay, es ist ein Stick nur. Bin doch echt zu dumm zum Kacken. Ja, kommst du bitte dann hoch dann? Weil ich. Ja, ich brauch doch auch die. Scheiße, das ist nicht. Okay, er ist dumm gewesen, der Zombie. Ja, ciao. Ha, Pech gehabt, mein Freund. So, ich komme jetzt hoch. Ab zum Dorf. Ja, warte. Ein Baby-Zombie! Ist das nicht. Es ist nicht so wie bei der, was ich gerade runtergetrieben habe. Das muss der gewesen sein. Ja. Alter, der ist wieder fast umgebracht. Wie viele Herzen? Immer noch 5, aber ich habe ihn halt so erschrocken, er hätte mich fast geschlagen, deswegen. Und da wäre ich runtergefallen, da wäre ich sofort tot gewesen. Sofort tot. Gut, das war schon wieder das erste Mal, dass es knapp geworden ist. In welchem Haus warst du? Genau den. Ah, hier. Ja. Nee, ich sehe schon die Doppelkiste und alles. Gut, Äpfel? Alter, brat doch mal, Junge. Ne, ich komm mit, was soll ich da machen? Ich soll mal meine Rüstung noch machen, hast du gesagt. Ist er jetzt wirklich da rum? Alter, wie arschlangsam bist du bitte geworden? Weil ich einfach. Ich hab fast damit ja nicht mehr reingekommen. Ich spiele noch ein Dreivierteljahr. Ich merk's. Weil ich habe irgendwas Wichtiges auch noch zu tun, leider im Leben. Ja, ich auch, aber trotzdem verlerne ich solche Sachen nicht. So, gut, ich hab dich verlernt, ich bin halt nur langsamer geworden. Was soll ich da sagen, dass ich verlernt habe? Ich bin halt einfach nur ein langsamer. Gut, okay, ich gebe hier mal so ein alle Gold rein und so weiter. Dann mobbt er mich gleich wie ein. Also, guck mal, guck ihn an, ey. Du gehörst gemobbt, Nee, passt schon. Er mir gleich wie ein Messer an die Kehle und sagt so, guck mal. Nee, passt schon, alles gut. Alles gut, Digga. Ein Schlag in die Fresse da hin. Mama hat mich geschlagen, Opfer. Jo, wahrscheinlich. Du wolltest eine von deinen Bären da haben, nicht wahr? Ich leg die da auch mal rein. Okay. Oh, hier ist auch noch ein Golderz. Wir müssen aber nicht alles Gold verkraften, wir können uns gleich direkt zu Goldsachen. Also ich habe eh ein Goldhelm, alles gut, habe ich ja bekommen. Ich habe eine Goldbrustplatte mit Schutz 2. Perfekt! Welche auch erstmal anlassen. Der ist gut, Alter, diese Schlucht ist schon ein bisschen gefährlich hier, aber auch, weil ich wäre fast vorher auch schon reingelaufen. Bisschen. Hab dann gesagt, ich press nochmal ab und guck nach und dann ja. Kannst du mal ein bisschen Holz holen? Ein bisschen Holz? Ja, kann ich noch. Die Folge ist dann eh bald vorbei. Dann schau ich kurz mal um Holz ein bisschen. Haben wir ja was zum Craften? Zum Craften. Craften. Kacke, ich hab kein Essen mehr. Ich brauch kurz was. Also kein richtiges Essen mehr. Ich will jetzt nicht Rohkartoffeln verbraten. Hast du Kohle? Ein bisschen? Ich hab's außen in den Öfen alles reingepackt. Im unteren müsste noch ein bisschen mehr, glaube ich, sein. Ja, 20 oder so. Ich hab draußen vier 20? Öfen, nämlich. Ich hab draußen vier Öfen platziert. Nur draußen. Wie draußen? Draußen hier? Nee, ach da. Ah, richtig. Ja gut, das heißt, wir sollten Kohle auch auf alle Fälle ein bisschen. Wie sieht's mit dem Essen aus? Was kann ich mir da nehmen? Nimm dir einfach und dann warte was. Ja gut, dann muss ich mir ein Holz mir noch Zeit lassen und das verschiebe ich auf nächste. Brat hier erstmal ein bisschen was essen. Packe ich hier das Eisen noch rein. So. Jo, also ja, ich habe auch noch... Wie gesagt, die Äpfel sind hier drin. Ja, ich habe auch noch 9 Diamanten, die werden wir jetzt gleich vercraften. Ja, also läuft aktuell. Sieht gut aus. Bin zufrieden damit bisher, was wir erreicht haben. Und ich gucke jetzt mal diesen scheiß Glühbirnen, was bringen die? So, ja, hier ist Futter, ja, passt. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden an der Stelle die Folge. Leute, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.